guten Abend miteinander. Ich sage nur ganz wenig. Ich kann mir rasch sagen, das Stück ist eigentlich entstanden als Auftrag vom Theater Konstanz, als Tanztheater. 35 Minuten wäre es gewesen. Jetzt haben wir es, und dann ist das irgendwie nicht zustande gekommen, ist alles abgesagt worden. Und jetzt haben wir daraus raus, anstatt der Tänzer ist jetzt Daniel Mouthon dabei, hat das Text dazu bekommen. Ich habe das Stück den beiden Herren zur weiteren Bearbeitung gegeben. Sie haben jetzt das daraus gemacht, was ich da tönt. Und ich kann auch schon für die, die das Rätsel haben, auflösen. Meine erste Ausbildung war Elektronik, vor vielen Jahren noch in der analogen Zeit. Das ist einfach ein Kondensator. Und für die, die nicht wissen, was ein Kondensator ist, das ist ein passives elektrisches Bauelement, das elektrische Ladungen kann speichern und wieder abgeben. Das entspricht eigentlich dem, was wir... Wir geben halt einfach etwas anderes ab als Elektrizität. Und ich wünsche viel Vergnügen. Es kann sein, dass ich vielleicht nicht jedes einzelne Wort von Daniel verstehe. Das tut eben der Musik keinen Abbruch und ihrem Verständnis sehr schön von der Musik. Ich wünsche viel Vergnügen und bedanke mich auch noch bei dieser Gelegenheit für die wunderbaren Tonkünstler, die um mich herum sind. Ich kann in dem Zettel lesen, was die alles machen im normalen Leben als Musiker. Ich wünsche viel Vergnügen. Unvermittelt. Zuvor wollten wir ihn eine oder einige nicht zu beantwortende, nicht beantwortbare Fragen stellen. Frage 1. Und vielleicht noch Frage 3. Wir wissen, ces questions, ils ne sont pas pour répondre, pour répondre, pour les reprendre. Diese Fragen waren sehr einmalig und Ihre Antworten? Auch das kam zu unvermittelt. Fragebogen. Dies unanswering, unanswered question, diese nicht beantwortbaren Fragen. Frage Nummer 1. Wann sind Sie zum letzten Mal dieser Welt, vielleicht auch nur ganz kurzzeitig, abhanden gekommen? Frage Nummer 2. Wünschen Sie jemandem, dass er dieser Welt für längere Zeit oder gar definitiv abhanden kommen würde? Bezüglich der Welt abhanden kommen, können
können Sie uns Ihre Technik, Ihre Methode verraten? Questions not to answer. These are really, das sind Fragen, die nicht zu beantworten sind. Das sind Fragen, vraiment des questions. We want to do it once more because we have waited for such a long time to do this music for you. We were, in the meantime, far away. We do again this number one because, number one, because it was this time we went away for a long time. This time we went, those times we were far away from you and you were far away from us. I mean, überhaupt? Wir haben sie nicht gesehen. Wir haben sie nicht gehört. Sie waren nicht mehr hier. Wo waren sie überhaupt? Wer kann das fassen? Wann war das das letzte Mal, dass wir auf diese Art und Weise hier gesessen haben und für sie gespielt haben oder sie für uns? Wie sie für uns gespielt oder sie für uns zugehört oder was auch immer sie überhaupt hier waren? Erwartet. Wir konnten überhaupt nicht mehr darauf. Wir konnten es nicht fassen, dass das jetzt wieder der Augenblick wäre, wo das stattfindet. Verdammt nochmal. And now? Bye.
Zum heutigen Abend. Linke Hand an der Hand, rechte Abend. Dieses Anhab, abhanden kommen. An aller Hand. Der Welt abhanden kommen. Welt übrigens etymologisch. Nein, weil Wolf ist verwandt, hat den gleichen ursprünglichen Stamm. Indogermanisch. Wolf, Welt, Gemeinschaft, Welt. Schutz auch. Das beflügelt uns. Das macht uns überhaupt erst möglich. Das ist das, was wir jetzt spielen. Das ist das, was sie jetzt spielen. Genau das, was sie jetzt spielen. Uns ist viel abhanden gekommen. Wir haben nur das Nötigste überhaupt mitnehmen können. Wir haben nur das Nötigste überhaupt noch auf der Stelle gehabt. Wir haben überhaupt nur sie, ebenfalls wir vom Publikum hier. Ich meine, sie als die Spieler, die Spielenden, die Spielerinnen, die Mann, Frau, sie, er, sie, die Spielenden, wir, das Publikum, wir haben auf sie gewartet. We waited such a long time for your contributions, für ihre Beiträge. We waited for such a long time for your contributions. We waited such a long time for your contributions. Vom definitiv der Welt abhandengekommenen Menschen erwähnen wir heute nicht. The list of the definitively disappeared people we don't mention today. You can imagine this list of the definitively disappeared. Yourself, because you know what it means just to disappear for a short moment. Just walking around for buying some cigars. Walking away just to go out with a dog. Den Hund auf die Gasse führen, ganz kurz um die Ecke Zigaretten kaufen gehen. Das wäre der definitive Abschied, aber nur die kurzen Abschiede. Stellen sich vor, sie ständen, sie stünden, sie wären an dieser Stelle. Sie tauchen ein in diese Plastik. Sie sitzen auf dem Buchdeckel, die Füße baumeln behaglich über das Vorwort. Mann, Frau, sie, er, Mensch, verliert sich für Momente in der Lektüre. Plongez dans la lecture. Im Bild verschwinden. In der Anschauung einer Plastik oder vielleicht auch nur ein Blick aus dem Fenster. And you disappear for short moments. You're just away for a very short moment. Sie sind nur ganz kurz weg. Nur ganz kurz der Welt angekommen. And now, these questions you can't answer. They start now. Thank you.
das Thema, sondern Gustav Mahler und Gustava Mahler waren bloß 500 Meter Luftlinie entfernt mit ihren Komponistenhäusern am Atternsee. Der Gustav hat an der 7 komponiert und die Gustava hat unerhörte Klänge, die heute eigentlich gar nicht mehr bekannt sind oder überhaupt nicht tradiert, nicht überliefert, überhaupt nicht aufnotiert sind, gespielt. Können wir uns etwa so vorstellen? Gustav hat sich das etwa so vorgestellt. Und klar, die Sinfonie der Tausend von Gustav Mahler, 300 Meter Luftentfernung, komponiert in seinem Komponistenhäuser. Das kennen Sie. You do understand, we just have a version for a one single man. Or probably deux personnes. Especially for you, a version with three people. Symphony of the Thousand. Wirklicher Nicht-Voraussehbarkeit, ein Moment des Ereignisses, das eigentlich wollten wir bloß eine einzige Fermate spielen heute Abend. One single. Seulement une fermate. Fermata. Eine einzige Fermate. Wir hätten alle Platz darin. In dieser riesigen Fermate. Sie nehmen Platz darin. Mesdames, Messieurs, prenez place. In dieser Fermate, in diesem endlosen oder langanhaltenden, nicht nichts, aber
aber an diesem langen Abend fast keine Ewigkeit. Diese kleine Ewigkeit. Für sehen Sie sich um in dieser Fermate. Fühlen Sie sich wohl in dieser Fermate. Suchen Sie die Abgründe oder die Höhen dieser Fermate. Imaginieren Sie die Steigerung dieser Fermate. It's your turn. Schwingen Sie mit oder swingen Sie mit. Kürzen Sie sie vielleicht auch innerlich ab, diese Fermate. And here it goes. Wir alle haben sie erwartet, nicht wahr? Wieder einmal eine solche Fermate. Also wir kriegen nicht genug davon. Mischen Sie sich ein. Thank you.
Und schon ist die Zeit wieder weg. Das ist wieder hier. Und für Tobias, du? Du warst in der Probe auch und hab mich aufgeregt. Und hast gemeint, du müsstest keine Ruhe finden mit dieser Musik. Du müsstest dann deine Unruhe ausdrücken. Thank you.
sind wir uns einig. Oder das haben wir auch geprobt. Dann machen wir doch mal das. Moment, Moment. Das war in der Probe mehr Piano. Das hast du selbst gesagt, Hans. Thank you.
Soweit ist gekommen mit uns. Niemand hat es erwartet. Niemand hat es gewünscht. Das war zwar angesagt, aber ich weiß nicht, ob sie das wirklich wollen. Vielleicht haben sie auch ganz andere Wünsche. Die Saison hat erst begonnen. Vielleicht kommen sie wieder. Die sind wieder mal hier. Es gibt auch andere. Vielleicht weniger als früher, aber immer noch genug. Und die Terrassen sind ja offen. Und die Mörder auch. Und die Subventionen fließen. Und wir alle profitieren. Wer leidet, der trete vor. Wer leidet, der trete doch vor. Wir sind ja alle gesund hier. Ich am allerletzten. Doch, irgendwie schon, aber... Die Saison hat erst begonnen. Vielleicht wollen Sie es anders. Dann suchen Sie sich doch aus. Vielleicht wissen Sie es besser. Wir wissen ja gar nicht, wie es gehen soll. Wir wissen es nicht mehr. Wir haben es verlernt. Wir versuchen es wieder von neuem. Wir sind ja dran. Wir geben unser Bestes. Erschrecken Sie nicht, das meine ich gar nicht so. Genau so meinen wir es. Und das haben wir schon mal gesagt und wir sagen es immer wieder. Da sind wir alle einer Meinung. Und Sie schließen Sie vielleicht auch an, oder sind Sie da anderer Meinung? Da gibt es ja verschiedene Meinungen, die davon ja auch haben, nicht wahr? Das davon ja auch noch sagen. Oder geht das nicht mehr inklusive? Oder geht das nicht mehr inklusive? Oder geht das erst recht inklusive? Die Saison hat erst begonnen. Das wird alles besser. Wir lernen es wieder. Wir beginnen von Neuem. Das kommt alles wieder, wie es früher war. Und wer es glaubt, der zahlt einen Taler. Oder... noch ganz gut wird, dass wir überhaupt wieder an der Stelle treten werden oder nicht mehr an der Stelle treten, sondern wieder Entwicklung machen, vorwärts machen, die Schulden reinbringen, die haben wir jetzt verpasst, die müssen wieder rein, diese verbliebenen Gelder, diese Verdienst.
meinem Himmel? Gebiet, wir alle in diesem Lied.